Hallo, Flavio Simonetti hier. Im heutigen Video geht es darum, wie du von zu Hause aus ein Sixpack aufbauen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Wenn wir über das Thema Sixpack reden, dann machen die meisten einen elementaren Fehler. Und zwar achten sie darauf, noch mehr Bauchübungen zu machen. Das ist grundsätzlich nicht falsch, aber sie vergessen eine Sache. Und zwar folgende. Das hier ist mein Instagram-Account. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich habe hier unendlich viele Tipps zum Thema Abnehmen, Zunehmen, Definition, Sixpack. Das ist vielleicht gerade deine Situation, ja? Das hier ist dein Bauch und das Rote sind deine Bauchmuskeln. Die sind vorhanden. Das Problem ist nur, die sind hier vorne vom Bauchfett versteckt. Und jetzt ist unser Ziel, dass wir hier im zweiten Schritt weniger haben. Also es bringt nichts, wenn wir hier jetzt mehr Bauchmuskeln haben, denn das Fett ist immer noch vorhanden. Wir müssen schauen, dass das Fett weggeht, um die roten Bauchmuskeln sichtbar zu machen. Und genau das funktioniert nur mit der Ernährung. Das heißt, wir müssen uns jetzt die Ernährung anschauen, dass du ein Sixpack von zu Hause aufbauen kannst. Der erste Punkt und wahrscheinlich der wichtigste ist, wir müssen neue Routinen aufbauen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt eine super effektive Ernährungsform finden, aber die überhaupt nicht durchhalten können. Das Entscheidende ist aktuell, dass du neue Routinen aufbaust, die dir Spaß machen, um etwas zu verändern. Das ist immer das Wichtigste. Also frag dich nicht im ersten Schritt, wenn ich ein Sixpack will, wie schaffe ich es jetzt 10 Übungen mehr einen Tag einzubauen, sondern was kann ich aktiv machen, was macht mir Spaß beim Thema Ernährung, dass ich langfristig durchziehen kann. Und da gibt es verschiedene Ernährungsmethoden. Und wichtig ist, dass du möglichst nah an deinem aktuellen Leben dran bist. Je näher du dran bist, desto langfristiger kannst du eine Ernährungsumstellung durchziehen, desto mehr Bauchfett verlierst du und desto besser schauen deine Bauchmuskeln raus. Und das ist unser erstes Ziel. Also heißt, eine neue Routine aufbauen in deinem Alltag, um dann Veränderungen zu erzielen. Lass uns das Ganze mal konkretisieren. Das Problem heutzutage ist, ich kriege unendlich viele Nachrichten von Leuten, die sagen, Flavio, ich habe das Gefühl, ich esse total wenig und trotzdem nehme ich nicht ab. Was kann ich denn machen? Und dann kriege ich meistens eine Liste von Lebensmitteln und von Mahlzeiten, die diese Leute essen. Das Problem ist, dass die Leute ein Gefühl haben und Gefühle können täuschen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nach Gefühlen vorgehen, sondern dass wir strategisch vorgehen. Wie in einem Krieg. Ja? Wenn du einen Krieg hast, dann kannst du einfach sagen, ich laufe jetzt einfach mal drauf los. Man braucht eine Strategie. Und wir haben manchmal einen Krieg gegen unser Bauchfett und da müssen wir strategisch vorgehen. Das bedeutet, nicht mehr nach Gefühl zu essen, sondern am Anfang zu zählen, Kalorien zu zählen. Es macht keinen Spaß, aber du bekommst endlich mal ein Gefühl, wie viel du verbrauchst und wie viel du isst. Und es gibt verschiedene Methoden, um herauszufinden, wie viel Kalorien du verbrauchst. Es gibt zum Beispiel so eine Armbanduhr, ich habe hier so eine Fitbit, dann gibt es die Möglichkeit, mit Atmung herauszufinden, wie viel Kalorien du benötigst. Da, die Firma heißt, glaube ich, Diagnostics oder so ähnlich, kannst du mal googeln. Oder es gibt ganz einfache Möglichkeiten, direkt auf Google zu gehen und das Ganze mal zu berechnen. Das Wichtige ist, dass du das erstmal verstehst. Und dann kannst du danach, wenn du verstehst, was gerade abläuft, wie der Körper funktioniert, wie viel Kalorien du in deinem Alltag verbrauchst, durch die Bewegung, die du individuell machst, kannst du herausfinden, wie viel du weniger essen kannst. Denn unser Ziel ist, wir müssen entweder mehr Bewegung einbauen oder wir müssen unsere Ernährung etwas reduzieren. Nur dann können wir das Bauchfett vor unseren Bauchmuskeln reduzieren und können damit anfangen, endlich unser Sixpack sichtbar zu machen. Denn die meisten von uns haben ja schon ein Sixpack. Und da müssen wir anfangen, wie Michelangelo sein David einfach rauszuschlagen. Und das ist unser Ziel. Wir haben in den meisten Fällen einen schön definierten, muskulösen Körper. Wir können natürlich immer mehr machen, aber das Problem ist, wir müssen erstmal das Fett außenrum wegkriegen. Und das machen wir strategisch, indem wir erstmal anfangen, Kalorien zu zählen. Viele Leute haben ja ein Problem mit Süßigkeiten oder Chips. Was kann man da machen? Ganz einfach. Eine Möglichkeit besteht darin, wenn du Bock auf Chips hast und sagst, boah, ich habe so einen Hunger, schau, dass du im besten Fall keine zu Hause hast. Das hört sich total dämlich an, aber wenn du hungrig in den Supermarkt gehst und überlegst, auf was du Bock hast, ist das schon die falsche Frage. Du musst bis oben hin satt sein und eigentlich keinen Bock auf Lebensmittel haben, um das zu kaufen, was wirklich wichtig ist. Sollte es dennoch mal passieren, dass du beispielsweise eine Tafel Schokolade zu Hause hast und total rattig auf die bist, dann empfehle ich dir, Enzian-Tropfen beiseite zu haben. Sobald du richtig Bock hast, musst du nur zu den Enzian-Tropfen laufen. Die schmecken ziemlich bitter. Auf die Zunge drauf und ich sag dir, du hast keinen Bock mehr auf Schokolade. Das macht zwar keinen Spaß, aber wir haben einen strategischen Plan, wie wir in diesen Fällen vorgehen werden. Wir kommen zum nächsten Punkt und der ist Bewegung. Wenn wir ein bisschen mehr Bewegung im Alltag einbauen, verbrennen wir auch mehr Fett.
Und das ist gar nicht so schwierig. Ich habe festgestellt, dass ich immer während meinem Arbeitstag so auf 3000 Schritte kam. Und seitdem ich aktiv darauf achte, komme ich locker auf 10. Was habe ich gemacht? Mein Auto weiter weggeparkt. Auch wenn ich zur Arbeit gehe, ein paar Meter mehr gelaufen. In den aktiven Pausen laufe ich auch nochmal. Und überall ein bisschen. Und dadurch schaffe ich es am Ende, im Großen und Ganzen meine 10.000 Schritte zu erreichen. 10.000 Schritte bedeutet ungefähr 500 Kalorien, die wir uns eingespart haben. Und die können in einer Woche ein halbes Kilo Fett ausmachen. Und dann uns näher ans Sixpack führen. Wir kommen zum nächsten Tipp. Und der ist auch super simpel und sofort umsetzbar. Du schaust, dass du feste Mahlzeiten isst. Also überleg nicht jedes Mal, habe ich jetzt mal Hunger oder nicht. Wenn du dir drüber eine einfache Regel setzt und sagst, ey, ich esse dreimal am Tag, easy, dann wirst du das auch schaffen. Schau, dass du dich selber beschummelst. Und wenn du es schaffst, dass du diese drei Mahlzeiten einhältst, wirst du merken, dass du bewusster damit umgehst. Und wenn wir dann in den Mahlzeiten noch feiner justieren, wirst du feststellen, es macht richtig Spaß. Das sind die fünf einfachen Tipps, um dich zu Hause näher zum Sixpack zu bringen. Der Punkt ist nur, die sind so einfach, dass viele sie nicht umsetzen. Wenn du aber noch mehr Basic brauchst, um sofort wirklich Erfolge zu erzielen, empfehle ich dir, die Sixpack-Formel ist aktuell für die ersten 500 Leute noch für 7,95. Gönn's dir, hat vor einigen Jahren noch 299 Euro gekostet, ist jetzt ein großes Dankeschön für alle, die mich seit Jahren verfolgen. Also nutze die Chance, 7,95. Direkt bei sixpackformel.de. Ich würde sagen, wenn du mehr Tipps willst, abonniere auf jeden Fall den YouTube-Kanal, denn ich werde bald noch ein zweites Video machen, um dir noch mehr Tipps zu geben, wie du noch besser zum Sixpack kommst. Also, los geht's.